Wir sagen es vielleicht nicht oft, aber die Situation entsteht ja durchaus, wie zwischen Ahab und Elia. Hast du mich gefunden, mein Feind? Sagt Ahab, der wahrscheinlich schon ahnt, was ihm blüht, weil er seiner böswilligen Frau auf den Leim gegangen ist, jener Isabel. Aber wie ist das mit der Feindschaft angesichts der Bergpredigt, angesichts der Sätze, die Jesus heute sagt? Das ist eine besonders harte Kontrastierung, dieser Abschnitt aus dem ersten Königsbuch und dem, was Jesus heute sagt. Wie ist das bei uns, die wir ja versuchen, einigermaßen anständig zu leben als Christen? Ist das genug? Angesichts dieser Forderung wahrscheinlich nicht. Denn christliches Leben soll das sein, was Jesus ganz am Ende sagt. Nachahmung Gottes. Man soll an uns ablesen können, und beinahe bringt man den Satz gar nicht zu Ende, wenn man das einmal an sich heranlässt, man soll an uns ablesen können, wie Gott ist. Und Jesus sagt, ihr könnt es beobachten. Gott ist von unendlicher Geduld. Er lässt regnen über Gute und Böse, er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Das ist ja genau das, was uns ärgert. Das ist ja genau das, was uns auf die Palme bringt und sagt, kann denn jetzt Gott nicht einmal hier an diesem Punkt für Ordnung sorgen? In der Eifel gibt es so eine Redensart, wenn etwas ganz schlimm ist, dann heißt es, da tut sich doch die Erde auf. Ja, zumindest kann Gott das machen, so einen kleinen Spalt und so ein paar rein und wieder zu, als wäre nichts gewesen. Also zumindest das. Das ist ja gar nicht viel, aber das ist doch das, was man verlangen kann. Das entspricht möglicherweise unserem Gerechtigkeitssinn, der hoffentlich auch ausgeprägt ist. Aber irgendwann im Leben müssen wir verstehen lernen, dass es unsere Chance ist, dass Gott nicht nur gerecht ist. Wenn Gott nur gerecht wäre, blieben wir dann nicht selber auf der Strecke oder würden selber in einem solcher Spalte, die sich möglicherweise auftäten, verschwinden? Also Gottes Geduld und Erbarmen, die wir an uns erfahren, die sollen wir anderen erweisen. Vielleicht ist das nicht zu viel verlangt und vielleicht besteht der erste Schritt der Feindesliebe darin, bei sich selber einmal zu schauen, wie geduldig Gott mit mir ist, wie viel er mir nachsieht und nicht ahndet. Augustinus sagt zu dieser Stelle, es kommt alles darauf an, und Augustinus kannte unsere Leseordnung noch nicht, dass dieses Kapitel 21 aus dem ersten Königsbuch mit dieser Bergpredigtstelle gelesen wird, aber er sagt, es kommt alles auf die Demut an. Das gilt für das ganze Leben, aber vor allen Dingen für das Erlernen der Feindesliebe.